Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Michael Theurer hat Reinhold Maier erwähnt. Reinhold Maier wurde Ende des Jahres 1889 vor 125 Jahren geboren. Mein Freund und Kollege Uli Goll hat eine wunderbare Gedenkveranstaltung organisiert für die Reinhold Maier Stiftung. Wenn wir heute an Reinhold Maier denken, dann stehen uns große Erfolge vor Augen. Der erste Ministerpräsident dieses Bundeslandes, der Landesgründer, der übrigens unter den Buhrufen der CDU-Fraktion das Entstehen des Bundeslandes Baden-Württemberg verkündet hat. Aber Reinhold Maier kannte auch andere Zeiten. Gescheiterte Reichstagskandidaturen, ein Schattendasein in einer Splitterfraktion, die Zeiten der inneren Emigration während des Nationalsozialismus, was wir von ihm lernen können, er hat niemals aufgegeben. Er hat immer gewusst, die Zeit der Freiheit, die Zeit des Liberalismus kehrt zurück, so schwierig auch immer Zeiten sein mögen. Und deshalb, meine Damen und Herren, wollen wir im Gedenken an Reinhold Maier am heutigen Tag geloben, dass wir die FDP nicht nur in den Landtag von Baden-Württemberg zurückführen, sondern auch in die Regierungsverantwortung, meine Damen und Herren. Lieber Reinhold Maier, wir versprechen Ihnen, Liberale geben niemals auf. Oder, um es mit dem Komiker Walter Matthau zu sagen, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, dann sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Und es ist auch notwendig, die FDP wieder in Baden-Württemberg in die Regierungsverantwortung zu führen, meine Damen und Herren. Denn Grün-Rot hat ein erstklassiges Bundesland Baden-Württemberg in die Zweitklassigkeit geführt. Manche sagen, das mache nichts, denn der Ministerpräsident sei ja beliebt. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, am heutigen Tag nur freundlich über Herrn Kretschmann zu reden, aber Michael Theurer hat mir jetzt eine Herausforderung gestellt. Nein, meine Damen und Herren, der Schauspieler Orson Welles hat zu diesem Thema schon das Notwendige gesagt. Er sagte nämlich, Beliebtheit sollte kein Maßstab für die Wahl eines Politikers sein. Wenn es nämlich nur auf Popularität ankäme, dann würden wir von Donald Duck und den Muppets regiert. Und da hat er recht. Auf die Kompetenz kommt es an und die fehlt bei dieser Landesregierung. Unser Freund Walter Scheel hat dazu vor vielen Jahren schon gesagt, es ist nicht die Aufgabe des Politikers, das Populäre zu tun, sondern er muss das Richtige tun und dieses populär machen. Das ist die Herausforderung. Das Richtige tut diese Landesregierung nicht. Und dafür gibt es reichliche Beispiele. Nehmen wir die Haushaltspolitik. Finanzminister Nils Schmidt. Er bekommt jedes Jahr 9 Milliarden mehr an Steuereinnahmen, als wir im letzten Jahr unserer Regierungsverantwortung im Jahr 2010 hatten. Und was macht er mit diesem Geld? Er gibt es 1:1 aus. Der Haushalt ist um genau diese 9 Milliarden gewachsen und darüber hinaus macht diese grün-rote Landesregierung noch Milliarden an neuen Schulden. Ist das eine nachhaltige Haushaltspolitik? Ich sage nein, meine Damen und Herren. Jedes Problem wird in Geld erstickt. Die Minister, die Vorsitzenden der Regierungsfraktionen schweben wie die Weihnachtsengel über Land und verteilen Geld, Geld, Geld. Und wenn Sie fragen, wo ist das Geld geblieben, dann sage ich Ihnen,
Abschaffung der Studiengebühren. Eine verkorkste, völlig falsche, fehlgelaufene Polizeireform. Hunderte von neuen Stellen für grüne und rote Parteigänger in den Landesministerien. 8.200 Euro pro Nase im Jahr nach neuesten Zahlen des Kultusministeriums für jedes Kind in der Gemeinschaftsschule, während ein Realschüler dieser Landesregierung nur 3.400 Euro wert ist. Und ein Nationalpark als Prestigeprojekt. Über 100 Stellen, Millionen an Kosten pro Jahr, mit nur einer einzigen Begründung, nämlich der, Baden-Württemberg habe noch keinen Nationalpark. Meine Damen und Herren, dieser Logik gehorchend müssen die Eskimos dringend eine Weinbauschule einrichten, die haben sie nämlich auch noch nicht. Diejenigen unter Ihnen, die im vergangenen Jahr schon da waren, erinnern sich vielleicht an den Pilz des Jahres 2013, den Tannenstachelbart. Vom Ministerpräsidenten, bilderreich im Landtag von Baden-Württemberg vorgestellt. Mittlerweile kennen wir auch den Pilz des Jahres 2014. Es ist die zitronengelbe Tramete. Auch bilderreich vom Ministerpräsidenten im Landtag vorgestellt. Er hat stolz verkündet, die zitronengelbe Tramete, außerordentlich seltener Pilz, im Nationalpark gefunden. Da sehen Sie mal, was wir für eine effiziente Landesregierung haben. Die beschließen im Landtag von Baden-Württemberg einen Nationalpark und schon blüht die zitronengelbe Tramete. Die Menschen im Nordschwarzwald wollen diesen Nationalpark nicht. Sie fürchten den Borkenkäfer. Sie fürchten, dass dieser Borkenkäfer seine Population im Nationalpark erhöht und dann übergreift auf den Nutzwald und den Nutzwald im Nordschwarzwald abfrisst. Die Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald hat im Jahr 2010 in einer Pressemitteilung mitgeteilt, es gäbe die zitronengelbe Tramete, hurra, im Nationalpark Bayerischer Wald. Das Problem sei allerdings, die zitronengelbe Tramete fühle sich nur dort wohl, wo sich auch der Borkenkäfer wohlfühlt. Meine Damen und Herren, ihr Nordschwarzwälder, freut euch, die zitronengelbe Tramete ist da. Es gibt weitere Belege für die Grünen und deren Kompetenz in Sachen des Naturschutzes in der baden-württembergischen Landespolitik. In Stuttgart-Untertürkheim, da wird das Infrastrukturprojekt Stuttgart 21 weitergebaut. Aber da wurde jetzt die Mauereidechse gefunden. Das Problem ist, es gibt einheimische schwäbische Eidechsen und zugewanderte italienische Eidechsen. Und nach den Naturschutzkriterien der Grünen ist die einheimische schwäbische Eidechse besonders schützenswert, aber die zugewanderte italienische weniger. Das wäre an und für sich noch kein Problem, aber mittlerweile haben sich beide gepaart. Der grüne Planungsleitfaden der Landesregierung weiß Rat. Er schlägt vor, beide Sorten der Eidechsen dadurch zu selektieren, dass man sie einfängt und Gentests durchführt. Meine Damen und Herren, schon der alte Goethe hat wahrscheinlich an die grün-rote Landesregierung gedacht, als er sagte, früher, da wurde in betrunkenem Zustand beraten, aber nüchtern entschieden, heute muss es umgekehrt sein. Wie sieht es mit der Wirtschaftspolitik aus? Wir haben in Deutschland auf allen Ebenen wirtschaftsfeindliche Regierungen. Die Große Koalition in Berlin, wirtschaftsfeindlich. Beispiele gefällig?
Mütterrente, allgemeiner flächendeckender Mindestlohn. Vielleicht haben Sie am Freitag gesehen, Frau Nahles in einer Bäckerei, als sie den Verkäuferinnen mitgeteilt hat, hurra, ihr kriegt jetzt den Mindestlohn. Und nebendran steht der Geschäftsinhaber, sagt, den kriegen meine Verkäuferinnen schon lange. Rente mit 63, mit der bestechenden Logik, je älter die Menschen werden, desto kürzer sollen sie arbeiten. Alles wirtschaftsfeindliche Politik. Zunächst hat man ja gedacht, Frau Merkel und Herr Gabriel, das sei eine Zwangsehe. Aber mittlerweile, wenn man die Wirtschaftspolitik so anschaut, dann stellt man fest, es war offensichtlich doch eine Liebesheirat. Eine Liebesheirat von Frau Merkel und Herrn Gabriel. Das mag manche überraschen. Aber vielleicht hilft ja eine Einsicht des Biochemikers Erwin Schargaff weiter. Er sagte nämlich einmal, alles ist schön, wenn man es nur lange genug anschaut. Ja, und wie sieht es in Baden-Württemberg aus? Da haben wir einen Ministerpräsidenten, der gibt sich in Sonntagsreden als Wirtschaftsversteher. Wie sieht aber am Werktag die Politik aus, meine Damen und Herren? Erstens, ein Tariftreuegesetz, ein bürokratisches, planwirtschaftliches Monstrum. Die Begründung für dieses Tariftreuegesetz war, damit halten wir dem Handwerk die Billigkonkurrenz aus dem Osten vom Leib. Mittlerweile ist es so, dass der Baden-Württembergische Handwerkstag selber schriftlich die Landesregierung aufgefordert hat, dieses Gesetz zurückzunehmen, meine Damen und Herren. Ist das wirtschaftsfreundlich? Oder zweitens, ein Bildungsurlaubsgesetz mit der Begründung, man wolle den baden-württembergischen Unternehmern, den Mittelständlern, den Hidden Champions dabei helfen, ihre Beschäftigten zu qualifizieren. Meine Damen und Herren, da sitzt Professor Leibinger, Professor Scholl, Dr. Hambrecht. Glaubt jemand im Ernst, die wüssten nicht, was sie an ihren Mitarbeitern hätten? Glaubt jemand im Ernst, die bräuchten Nachhilfe in der Frage, wie man die Mitarbeiter qualifiziert? Da soll sich die Politik raushalten. Das wissen die Unternehmer in Baden-Württemberg als besser als jeder Politiker und 10-mal besser als jeder grüne und rote Wirtschaftsversteher. Drittens, eine Veränderung der Gemeindeordnung mit dem Ziel, dem Handwerk und dem Mittelstand Aufträge wegzunehmen und sie kommunalen Unternehmen und Eigenbetrieben zuzuschustern. Übrigens auch zunächst mal unter dem Beifall der CDU-Fraktion in den Landtag von Baden-Württemberg eingebracht. Meine Damen und Herren, so stellen wir uns Wettbewerb nicht vor, dass diejenigen, die nicht mehrwertsteuerpflichtig, dann auch noch gegenüber den privaten Unternehmern bevorzugt werden. Das kann nicht sein, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt viertens, das Allerschönste, die Novelle zur Landesbauordnung. Eingebracht in den Landtag von Baden-Württemberg durch einen Minister namens Winfried Herrmann. Dieses Gesetz ist so etwas wie die architektonische Reinkarnation des Veggie Day. Wenn Sie künftig in Baden-Württemberg bauen, dann werden Sie gezwungen sein, Fahrradstellplätze auszuweisen, und zwar überdachte, weil der mündige baden-württembergische Bürger ja nicht in der Lage ist, eigenständig seinen Drahtesel trocken zu halten. Und wenn Sie keinen Garten haben, dann droht Zwangsefeu an den Wänden bzw. Zwangsbegrünung auf dem Dach. Das Fernsehmagazin Panorama
hat den Grünen Bundesparteitag besucht und hat Delegierte aus anderen Bundesländern zu diesen Plänen der baden-württembergischen Grünen befragt. Die haben zunächst gedacht, sie seien der Heute-Show aufgesessen. Die dachten, das wäre Satire. Meine Damen und Herren, das ist keine Satire, sondern reales politisches Handeln der Grünen in der baden-württembergischen Landesregierung. So sieht es aus. Um es mit Tacitus zu sagen, früher, da litten wir an Verbrechen, heute an Gesetzen. Wir haben das Ganze natürlich im Landtag von Baden-Württemberg diskutiert. Ich habe dann den Minister Herrmann gefragt, ob er ein Zitat kenne. Das habe ich vorgetragen. Wer erwachsene Menschen erziehen will, will sie in Wahrheit bevormunden und daran hindern, politisch zu handeln. Zitat Ende. Und gefragt, Herr Herrmann, kennen Sie das? Nein. Dann in die grüne Fraktion gefragt, kennen Sie das? Nein. Dann habe ich den Ministerpräsidenten gefragt, zur Sicherheit habe ich es nochmal vorgelesen. Wer erwachsene Menschen erziehen will, will sie in Wahrheit bevormunden und daran hindern, politisch zu handeln. Der Ministerpräsident kannte es auch nicht. Es hat mich allerdings enttäuscht, denn es ist von Hannah Arendt. Ja. Bei seinem anschließenden Redebeitrag hat er erklärt, auf das von mir Gesagte gehe er nicht ein, denn er wolle mich heute mal schonen. Das war auch eine Antwort. Nein, meine Damen und Herren, wer Hannah Arendt als seinen Leitstern bezeichnet, der kann eine solche Wirtschaftspolitik in Baden-Württemberg nicht zulassen. Bund oder Land? Wir haben in Baden-Württemberg und in Deutschland nur Parteien, die ans Verteilen denken. Ob CDU, SPD, Grüne oder Linke. Alle haben sie ein Staatsverständnis, das Mark Twain einmal folgendermaßen beschrieben hat. Einkommen, das ist die Provision, die einem der Staat für das Erwirtschaften der Steuern zuerkennt. So sehen die unser Land, meine Damen und Herren. Aber unser Land, Deutschland wie Baden-Württemberg, braucht auch noch eine Partei, die das anders sieht. Eine Freiheitspartei, eine Partei der Marktwirtschaft, eine Partei, die weiß, dass vor dem Verteilen erst das Erwirtschaften kommen muss, meine Damen und Herren. Die Grünen als Wirtschaftspartei. Das sind Taschenspielertricks. Das hört sich vielleicht in Sonntagsreden gut an, aber es ist nicht der Realität entsprechend. Es ist reine Propaganda. Ich will gerne einräumen, in Sachen Propaganda sind sie nicht schlecht. Manchmal gibt es der Ministerpräsident sogar zu. So in einem Interview mit der Esslinger Zeitung vom 28.10.2014. Ich zitiere, Frage. Gibt es auch manchmal Interviewfragen, die Sie ärgern? Antwort Kretschmann, ja. Wenn mich Journalisten Dinge fragen, von denen sie wissen müssen, dass ich darauf nicht ehrlich antworten kann. Warten Sie ab, es geht noch besser weiter. Wenn ich beispielsweise gefragt werde, was ich von meinen Parteivorsitzenden halte. Das kann ich allerdings verstehen. Nein, meine Damen und Herren, ein Ministerpräsident, für den die Wirtschaft wichtig ist, für den muss auch die Infrastruktur wichtig sein. Und für einen Ministerpräsidenten, für den die Infrastruktur wichtig ist, für den dürfte sich eigentlich von selbst verbieten, dass er einen Winfried Herrmann zum Infrastrukturminister macht, meine Damen und Herren. Herrmann, das haben wir kürzlich auch im Landtag von Baden-Württemberg erfahren, war in der Schweiz, um sich dort über den Langsamverkehr zu informieren. Unter Langsamverkehr versteht er zunächst einmal
Fahrradverkehr. Wir haben allerdings den Verdacht, dass er unter Langsamverkehr auch Automobilverkehr versteht und dass ihm am liebsten die Automobile sind, die so langsam fahren, dass sie im Stau stehen. Und wenn wir ihm die Frage stellen, was tut er dagegen, dann stellen wir fest, Bundesmittel für den Straßenbau lässt er in Berlin liegen. Landesmittel werden umgewidmet für den Bau von Fahrradwegen. Und was dann noch übrig bleibt, das kriegen Stuttgart 21 Gegner für Gutachten in den Rachen geworfen, als Gegenleistung dafür, dass sie das Infrastrukturprojekt Stuttgart 21 bekämpfen. So funktioniert in Baden-Württemberg Verkehrspolitik. Schon der Satiriker Heinz Erhardt hat mit Blick auf Politiker wie Herrn Herrmann gesagt, manche Menschen wollen glänzen, aber sie haben keinen Schimmer. Auf dem Holzweg ist diese Landesregierung, ist dieser Ministerpräsident auch beim Thema Industrie 4.0, bei der Digitalisierung. Es kann doch nicht die Aufgabe einer Landesregierung sein, in funktionierende Märkte einzugreifen, um einzelne Marktteilnehmer zu subventionieren. Genau das ist seine Antwort auf Industrie 4.0. Nein, meine Damen und Herren, die Aufgabe der Politik ist es, Rahmenbedingungen zu setzen. Und deshalb hat die Landtagsfraktion vorgeschlagen, dass wir aus den Mitteln der Landesstiftung, da liegen immerhin noch 2,4 Milliarden, 1 Milliarde herauslösen. Die Landesstiftung hätte dann immer noch den Löwenanteil des Kapitals. Im Moment wird das Geld wie überall niedrig verzinst und im Wesentlichen für konsumtive Dinge ausgegeben. Schöne Sachen, ohne Zweifel, aber die momentane Notwendigkeit in Baden-Württemberg sind Investitionen, und zwar Investitionen in die Infrastruktur. Und unser Ziel ist es, mit dieser Milliarde über 5 Jahre hinweg 5 mal 200 Millionen in den Straßenbau zu investieren und vor allem auch in den Breitbandausbau im Lande Baden-Württemberg. Die Menschen in diesem Land und vor allem auch jedes Unternehmen in diesem Land braucht Zugang zu schnellem Internet. Das ist die zentrale Herausforderung für die Politik. Das wollen wir tun und nicht in funktionierende Märkte eingreifen, meine Damen und Herren. Darüber hinaus müssen wir etwas tun für die Forschungsinfrastruktur, für die Universitäten, für die Forschungsinstitute und vor allem auch für die Zusammenarbeit der Wissenschaft mit der Wirtschaft. Denn so entsteht Innovation. Und Innovation ist die zentrale Triebfeder für unsere Wirtschaft. Nein, meine Damen und Herren, Innovation ist die zentrale Voraussetzung für den Erhalt des Wohlstands in Baden-Württemberg. Unsere Wirtschaft und die Menschen in diesem Land brauchen auch eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. Die Energiewende ist eine Tatsache. Wir Liberalen nehmen sie an und wollen sie gestalten. Aber es kann doch nicht das Ziel einer Energiewende sein, lediglich jedes Jahr zwischen 20 und 30 Milliarden über ein erneuerbares Energiengesetz umzuverteilen. Nein, meine Damen und Herren, Umverteilung ist keine Energiewende. Und deshalb muss das EEG in dieser Form weg, und zwar so schnell als möglich. Baden-Württemberg hat auch einen Energiewendeminister, Herrn Untersteller von den Grünen. Herr Untersteller plante mal eine Kampagne, die nannte er Gemeinsam weniger erreichen. Das trifft es ganz gut. Bei Amtsantritt hat er erklärt, er baue jetzt in den nächsten 10 Jahren 1200 Windräder. Nach Adam Riese pro Jahr 120 im Durchschnitt. Das sei dann die Energiewende. Er ist verhalten gestartet, im ersten Jahr mit 13. Im zweiten Jahr hat er etwas durchgeschnauft mit 9. Im dritten Jahr hat er dann erheblich gesteigert auf 11.
Und im gerade abgelaufenen Jahr 2014 stand November in ganz Baden-Württemberg ganze 2. Ich will aber nicht ungerecht gegenüber ihm sein. Die allerneuesten Zahlen kenne ich nicht. Ich kann nicht völlig ausschließen, dass im Dezember noch ein drittes hinzugekommen sein mag. In den 1750er Jahren wurde auf den Seychellen das Aldabra-Riesenschildkrötchen-Männchen mit Namen Advaita gefangen. Advaita verstarb im Zoo von Kalkutta im Jahre 2006 im Alter von 256 Jahren. Wenn Untersteller mit seinen Windrädern in dem Tempo weitermacht, dann muss Kretschmann in der Villa Reitzenstein so alt wie Advaita werden, um die Energiewende noch mitzuerleben, meine Damen und Herren. Erwin Teufel war ein Gegner der Windkraft. Er fürchtete die Verspargelung der Landschaft. Die Grünen haben ihm immer vorgeworfen, er bekämpfe jedes Windrad persönlich. Aber meine Damen und Herren, unter Erwin Teufel sind 400 Windräder in Baden-Württemberg entstanden, unter Franz Untersteller bisher 40. Wenn das so weitergeht, dann wird Erwin Teufel irgendwann neben Karl Benz, Gottlieb Daimler und Robert Bosch als Windkraftpionier in die Reihe der Technologie-Ikonen des Landes Baden-Württemberg eingehen. Machen wir doch Schluss mit dieser Politik. Wind ist nicht die zentrale Ressource des Landes Baden-Württemberg, sondern Innovationskraft und technische Kompetenz. Investieren wir das in die Energieeffizienz, denn eine eingesparte Kilowattstunde ist doch so gut wie eine erzeugte Kilowattstunde. Oder in die Speichertechnologien. In die Erforschung der Speichertechnologien. Wenn in Baden-Württemberg mal gleichzeitig die Sonne scheint und der Wind weht, wissen wir doch gar nicht, wohin mit dem erzeugten Strom. Und in den Ausbau der Leitungen, dass dort, wo Wind effizienter erzeugt wird als in Baden-Württemberg, nämlich in Schleswig-Holstein, wo der Kollege Kubicki herkommt, dass von dort der Strom dann in den Süden transportiert werden kann. Das ist eine vernünftige Energiepolitik. Und wenn wir mit dem Umverteilungswahnsinn über das EEG Schluss machen, dann haben wir dafür auch die notwendigen Ressourcen. Meine Damen und Herren, Bildung ist das wichtigste Thema der Landespolitik. Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Und um es sehr deutlich zu sagen, für uns Liberale ist jedes Kind gleich wertvoll, egal welcher Herkunft und egal welcher Begabung. Aber wir stellen fest, dass das baden-württembergische Bildungssystem gemeinsam mit der dualen Ausbildung, dem Handwerk, dem Mittelstand, der Industrie die Facharbeiter beschert, die man braucht. Wir haben allerdings Probleme bei den Kindern aus prekären Familienverhältnissen, bei den Migrantenkindern. Aber meine Damen und Herren, glaubt jemand in diesem Saal ernsthaft, dass über Schulstrukturdiskussionen, dass über die Frage Gemeinschaftsschule oder nicht ein Patentrezept gefunden werden kann, um die Probleme des Prekariats in der Gesellschaft, um die Probleme der Migranten zu lösen? Nein, meine Damen und Herren, ich glaube das nicht. Sondern da müssen wir nachdenken über Sprachförderung. Da müssen wir nachdenken über frühkindliche Bildung. Da müssen wir nachdenken über Integration. Das sind die zentralen Fragen, nicht Gemeinschaftsschule als Patentrezept. Die Gemeinschaftsschule lebt von einer Illusion, nämlich der Illusion des Abiturs für alle. Das Abitur für alle kann aber nicht die Lösung sein. Das Abitur für alle zerstört die duale Ausbildung. Das Abitur für alle sorgt dafür, dass Handwerk, Mittelstand und Industrie eben nicht mehr die Facharbeiter bekommt, die dort gebraucht werden.
Es mag ja durchaus sein, meine Damen und Herren, dass die Gemeinschaftsschule für manche Kinder das Richtige ist. Ich persönlich bin vom pädagogischen Konzept der Gemeinschaftsschule nicht vollständig überzeugt. Hannah Arendt übrigens auch nicht. Ich darf zitieren, sie hat sich nämlich auch mal zur Gemeinschaftsschule geäußert. Wenn alle Kinder gleich sein sollen, werden alle Unterschiede verwischt. Dies geschieht auf Kosten der Begabten und auf Kosten der Autorität des Lehrers. Soweit Hannah Arendt. Also, Herr Ministerpräsident, öfter mal Hannah Arendt lesen. Er kannte dieses Zitat übrigens auch nicht, sonst gäbe es vielleicht nicht 209 Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg. Aber sei es drum. Die Gemeinschaftsschule mag das Richtige sein für manche Kinder. Sie ist aber ganz sicherlich nicht das Richtige für alle Kinder. Und deshalb war es unser Vorschlag als Fraktion, und lieber Michael, die Partei hat es ja aufgegriffen, dass wir mit der Landesregierung über einen Schulfrieden verhandeln. Wir akzeptieren auch im Falle eines Regierungswechsels das Weiterbestehen der Gemeinschaftsschule. Aber die Landesregierung akzeptiert dann auch die bisher bestehenden, funktionierenden Schulen, die beruflichen Schulen, die Gymnasien, die Realschulen, die Werkrealschulen. Ja, meine Damen und Herren, es gibt auch Hauptschulen, die gut arbeiten in Baden-Württemberg, die Förderschulen und die Sonderschulen. Jeder Schultyp. All diese Schulen wollen wir retten vor dem inquisitorischen Einheitsdrang von Grün-Rot. Jeder Schultypus hat in Baden-Württemberg seine Existenzberechtigung. Die aufgezählten, wie auch die Gemeinschaftsschule. Kein Kind soll künftig noch befürchten müssen, im Falle eines Regierungswechsels seine Schule verlassen zu müssen. Das ist ein fairer Schulfriede in Baden-Württemberg. Und vor Ort soll entschieden werden. Die Menschen vor Ort sollen entscheiden, welcher Schultypus ist hier der richtige. Aber bitte zu gleichen und fairen Bedingungen. Es ist nicht gleich und nicht fair, wenn, wie vorhin schon erwähnt, ein Gemeinschaftsschüler dieser Landesregierung pro Jahr 8.200 Euro wert ist. Ein Gymnasiast gerade mal 4.200 und ein Realschüler 3.400. Die Zahlen des Kultusministeriums. Die Gemeinschaftsschule soll ihre Chance haben, aber unter den Bedingungen eines fairen Wettbewerbs. Und diese Wettbewerbsverzerrung, diese Ungerechtigkeit wird die FDP in Regierungsverantwortung beenden, meine Damen und Herren. Wir Liberalen wollen den Satz widerlegen, den der Philosoph Paul Valéry einmal mit Blick auf schwarze, rote und grüne Etatisten geprägt hat. Er lautet: Politik, das ist die Kunst, die Leute daran zu hindern, sich um das zu kümmern, was sie angeht. Das sehen Liberale anders, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass die Menschen vor Ort sich selber um das kümmern können, was sie angeht, und dass die Menschen vor Ort selber entscheiden können, auch selber entscheiden können, welche Schule wollen sie haben, aber bitte zu gleichen und fairen Bedingungen. Dann beginnt der Wettbewerb und dann werden wir sehen, wer sich am Ende durchsetzt. Meine Damen und Herren, Sie sehen, die baden-württembergische FDP ist gut vorbereitet auf das Jahr 2015 und auf die Wahlauseinandersetzung des Jahres 2016. Wir wollen unsere Partei nicht nur in den Landtag zurückführen, sondern wieder in die Regierungsverantwortung. Und wenn Sie uns helfen, dann werden wir das schaffen. Dass am heutigen Tag so viele Menschen zu uns gekommen sind, um uns zu unterstützen, das macht uns hoffnungsfroh. Stehen wir gemeinsam auf, kämpfen wir vom heutigen Tag an, dann wird die FDP, dann wird die Freiheit, dann wird der Liberalismus 2015 eine gute Zukunft haben in Baden-Württemberg und in Deutschland. Ich danke Ihnen.